Hallo liebe Freunde, ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid hier zu Let's Play Alan Wake. Wir müssen hier immer noch zum Mirror Peak Aussichtspunkt gelangen, dem nächsten Treffpunkt mit dem Entführer von Alice. Und wir befinden uns hier immer noch in höchster Gefahr, in der Nacht im Wald. Und ich weiß schon ganz... Was zur Hölle? Fuck! Ist der Baum da hinten gerade wieder aufgestanden und wieder umgefallen? Die Stufe bewegte sich dort vorne in dieselbe Richtung, die ich gewählt hatte. Ein kaltes Gefühl machte sich in meinem Bauch breit. War es hinter Alice her? Scheiße, wenn die Dunkelheit direkt hinter Alice her ist, dann müssen wir uns tatsächlich beeilen. Bisher war ich immer der Meinung gewesen, dass die Dunkelheit nur hinter uns her war, also hinter Alan selbst. Aber was will denn das Böse? Ich will nicht immer Dunkelheit sagen. Was will das Böse denn bitte von Alice? Es will auch von uns Besitz ergreifen. Oder will es etwa quasi Alice nur benutzen, damit es uns kriegen kann? Und wo genau sind wir hier eigentlich? Sind wir hier auf einem Friedhof? Oder warum stehen hier die ganzen Kreuze in der Gegend? Es sieht auf jeden Fall aus, als wären die mit Absicht hier platziert worden. Also, dass es nicht nur Überreste von diesem komischen Gerüst hier sind, was hier rumsteht. Naja gut, dann wollen wir doch einfach mal weitermachen. Wir haben jetzt schon den nächsten Kontrollpunkt erreicht, nach gerade mal 1,5 Minuten Spielzeit. Das ist doch schon mal richtig klasse. Von mir aus kann es so weitergehen. Im Moment ist auch noch alles ziemlich ruhig. Ach du Scheiße, so viel zu, es bleibt ruhig. Nein, gleich kommen hier wieder irgendwelche finsteren Gesellen auf uns zu. Und es sind natürlich gleich wieder mehrere, die hier, ja, meinen uns einfach mal angreifen zu können. Aber der Meinung bin ich nicht, liebe Freunde. Nein, dieser Meinung bin ich ganz und gar nicht. Und da kannst du auch so viel hin und her rennen, wie du möchtest. Das wird... nichts an deinem Schicksal ändern. Alter, der ist aber... Boah, fuck, ist der scheiße schnell. Ja, jetzt bleib doch mal stehen. Meine Taschenlampe ist sogar schon ziemlich leer. Ich warte einfach mal, bis die sich ein bisschen aufgeladen hat. Währenddessen versuche ich, den Typen hier irgendwie im Visier zu behalten, denn... ich finde, der sollte beim Marathon irgendwie mal mitmachen. Der wäre als Erster wahrscheinlich sogar da. Boah, was ist das denn für ein Hampelmann hier? Komm doch mal her. Da hinten hockt er. Ich will die Taschenlampe nicht so verschwenden. So, ja. Zack. Oh, gleich 3 Schrotkugeln frisst er sogar. War also an sich... schon ein härterer Gegner, aber ich finde, das haben wir noch ganz souverän hier gemeistert. Waren ja jetzt auch insgesamt nur 3 Leute. Mit 3 Leuten komme ich mittlerweile auch ganz gut klar, ohne dass wir sofort Leuchtfackeln und Blendgranaten verschießen müssen. Apropos Leuchtfackeln, 15 Stück haben wir hier gerade im Inventar. Also denke ich mal, dass wir da auch mal ab und zu eine benutzen können, nicht wahr? Gut, wir haben hier den nächsten Kontrollpunkt. Das geht ja hier Schlag auf Schlag. Und eine weitere Hütte mit einem weiteren seltsamen Gerät und noch mehr Lithium-Batterien. Naja, toll, dann hätte ich ja die doch nicht sparen müssen. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, was denn dieses Gerät gerade ausrichten will. Und ich bin eigentlich schon geneigt, mal ganz kurz mich hier umzusehen, bevor wir hier irgendwelche Knöpfchen drücken und hier irgendwas... ganz Furchtbares anstellen. Aber ja gut, ich weiß nicht, also ja, ich habe sowieso keine Ahnung, was das Ding machen wird. Und wenn man keine Ahnung hat, was irgendwelche Geräte machen, dann soll man doch erst recht mal auf blinkende Lämpchen drücken. Gut, benutzen wir es mal. Ach, Licht macht das? Ja, Mensch, also ich habe auch zu Hause in jedem Zimmer so einen Schalter in Form eines, weiß ich nicht, Durchlauferhitzers. Die sind bei mir auch immer so groß. Fließt auch eine große Menge Strom durch, glaube ich. Gut, also wir haben hier jetzt immerhin ein Licht als Rückzugspunkt. Ich hoffe mal, dass wir den nicht unbedingt brauchen werden.
Nein, stattdessen schreiten wir einfach mutig voran und schauen uns hier noch ein bisschen um. Der Ort war ausgestorben. Eine Geisterstadt. Vielleicht seit Jahrzehnten oder einem Jahrhundert. Ja, also anhand dieser Wagen könnte man... Eieieiei, ach du Scheiße. Da schmeißt wer schon wieder mit Sachen. Die Dunkelheit spielt mit uns scheinbar. Wie mit einer Katze, die Maus schon mehrfach in ihren Klauen hatte. Und nur immer wieder freilässt, um noch ein bisschen ihren Spaß daran zu haben. Ja, eine Geisterstadt also. Obwohl, die paar Hütten kann man... Was? Scheiße, der Wagen. Oha, ich versuche mal ganz kurz auszuweichen. Eieieiei. Komm schon. Alter. Einen ganzen Wagen natürlich. Die paar Fässer und so war nur Vorgeplänkel. Nein, gleich den ganzen Wagen schmeißen ist doch viel effektiver. Ja, also, wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Ja, Geisterstadt, Geisterort. Obwohl hier vielleicht maximal vielleicht 20 Leute gelebt haben müssen. Komme ich denn hier eigentlich irgendwie rein? Gibt es hier denn irgendwie einen Eingang oder ist denn da überhaupt irgendwas Interessantes drin in diesem Gebäude? Nö, scheinbar nicht. Keine Tür. Kein Wunder, dass die hier ausgestorben sind. Die sind in den Häusern, nachdem sie sich da eingemauert haben, wohl einfach verhungert. Kann ja auch mal passieren. Hier ist schon ordentlich eingestürzt, die ganze Hütte. Aber wir nehmen erstmal beruhigt unsere Manuskriptseite. Schauen noch einmal ganz kurz hier vom Abhang runter. Wow, ohne natürlich zu weit zu gehen. Da leuchtet noch ein Licht. Waren wir da schon? Ach ja, natürlich. Da unten sind wir lang gekommen. Okay, bevor ich jetzt noch weiter schwafel, wollen wir einfach mal lesen. Und zwar über Wake und Casey. Die Dinge waren im echten Leben nie so einfach wie in der Fiktion. Unzählige Male hatte ich mir gewünscht, es möge einen eindeutigen Grund für meine Schreibblockade geben, damit ich mich auf ihn stürzen und ihn bekämpfen konnte. Aber nein, Zweifel nagte an mir. Ich war nicht wie der Held aus meinen Büchern. Alex Casey war unbeirrbar und entschlossen durchs Leben geschritten und nie von seinem Ziel abgekommen. Selbst jetzt war ich wütend auf mich, auf Alice, auf Barry. Ich tastete mich blind und planlos durchs Dunkel. Ja, also ich kann verstehen, dass Alan wütend auf sich selbst ist, vielleicht auch auf Barry, der ein bisschen zu viel Druck auf ihn ausübt. Aber verdammt nochmal, wieso ist er wütend auf Alice? Die kann ja wohl am allerwenigsten dafür und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie so einen Druck gemacht hat. Wir erinnern uns vielleicht noch an die Szene mit der Schreibmaschine im Ferienhaus, das ja dann quasi eigentlich auch nicht existierte, aber sei es drum, ich will jetzt nicht zu weit abschweifen. Ich fand, sie war da eigentlich ganz lieb und nett und hoffnungsvoll. Aber, der Alan, der muss natürlich gleich wieder richtig ausrasten. Naja, was soll's. Ich glaube, er macht einfach anderen Leuten, will er so ein bisschen die Schuld reinschieben, ein bisschen von sich das quasi wegdrücken, um sein Gewissen zu beruhigen. Aber ich denke, im Grunde ist er schuld. Was soll man denn auch machen? Eine Schreibblockade, die gibt's nun mal. Aber egal, wir lesen erstmal. Grey Peak Gorge. Die Minenstadt Grey Peak wurde 1928 gegründet und war eine der Siedlungen, die Bright Falls Mining Company für ihre Arbeiter errichtete. Der Friedhof in der Nähe ist ein Zeugnis für die Gefahren, denen die Bergleute täglich ausgesetzt waren. Die meisten Männer, die im Laufe der Zeit ihr Leben hier verloren, wurden dort begraben. Eine düstere Mahnung zur Vorsicht für alle Hinterbliebenen. Grey Peak Gorge wurde fast über Nacht verlassen, als die Bright Falls Mining Company 1970 ihre Tore schloss. Ja, also wissen wir, dass das Ganze hier schon seit, ja, circa 40 Jahren leer steht. Und der Wagen, den wir da quasi bekämpft haben, so seltsam sich das auch anhört, sah mir aber dann doch eher so ein bisschen wie aus den 50er, 60er Jahren aus. Aber naja, gut, ich meine, die hatten ja wohl alle nicht die modernsten Fahrzeuge hier. Na egal, ich sehe schon was verführerisch blinken, deshalb steige ich hier einfach mal ganz keck ein. Ach, da sind auch Batterien. Mensch, so viel Batterien, wie wir hier finden. Okay, wieder eine Thermosflasche und dann schauen wir uns hier doch einfach mal weiter um. Was haben wir denn hier? Dicke, ja, Waggons,
Die Schienen sind auch schon, haben auch schon mal bessere Zeiten gesehen. Hier sind nur noch die Hölzer übrig. Eigentlich seltsam, also da muss wohl der Stahl oder das Eisen muss wohl geklaut worden sein, denn normalerweise fault ja das Holz zuerst weg, bevor sich alles andere auflöst. Ist hier noch irgendwas? Kann man hier reinkrabbeln? Nein, nicht. Wie immer schaue ich mich natürlich so gut wie es geht hier um. Ja, mal wieder an den Abhängen ein bisschen rumkraxeln und sich noch mehr verfallene Hütten ansehen, ist wirklich ganz besonders spannend. Okay, aber ich glaube nicht, dass wir hier noch irgendwas Spannendes finden, deshalb schreite ich jetzt einfach mal voran. Wir wollen uns ja auch nicht zu viel Zeit lassen. Ich glaube, ich habe gerade irgendwas Seltsames gehört. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Alter Scheiße! Okay, stirb du Kühlschrank! Weg ist er. Da war doch noch mehr, oder? Da war doch noch mehr. Da seh's doch. Zack, weg ist das. Hab ich ein Glück, dass wir hier eine Hochleistungstaschenlampe haben. Okay, ich wollte jetzt eigentlich eine Batterie reinknallen. Ach, weißt du was? Ich mach das mal. Ich hau mir hier die Batterien rein, denn schließlich haben wir da noch was rumliegen. Dann will ich jetzt nicht großartig warten, denn wer weiß, wie schnell wir... Na? Hallo? Wer weiß, wie schnell wir da jetzt die Taschenlampe wieder brauchen, obwohl, solange wie ich brauche, jetzt die Batterien hier aufzuheben, da hätte sich die Taschenlampe auch eh schon wieder von alleine regeneriert. Aber was soll's. Ach ja, da vorne sind Lichter. Ich bin wirklich gespannt, wo wir... Alter, ihr wollt mich doch verarschen! Boah, und die halten auch noch so viel aus, die... Ach, verdammte Scheiße! So, du bist schon mal weg. Ich glaube, der Traktor, der kommt da auch nicht so schnell raus. Ich versuche hier einfach mal die ganzen Sachen... ein bisschen so zu besiegen, auch wenn ich jetzt wieder hier Batterien verschwende. Vielleicht könnte ich auch Blendgranaten nehmen, aber ganz ehrlich, für solche fast unbelebten Gegenstände, da will ich nicht unbedingt jetzt unsere stärkste Munition für einsetzen. Ich denke, wir haben das Ganze auch noch ganz gut überstanden. Eieiei, also mittlerweile, da fängt ja wirklich alles an hier rumzufliegen. Ich bin echt gespannt, was für Ausmaße die Dunkelheit noch quasi annehmen wird und wie gefährlich die noch werden wird. Und hier knarzt es wirklich ganz besonders eklig. Eieiei, das sieht ganz grandios aus. Hier sieht es aus, als würden die Hütten gleich den Abhang runterfliegen. Und hier ist auch irgendwie schlecht durchkommen. So, wo sind wir denn jetzt? Ach, das sieht ja wirklich alles so super aus hier. Ah, ich wusste, dass irgendwas mit dieser scheiß Lokomotive passiert. Fuck. Oh ja, die ist... Wow. Ich weich mal ganz kurz aus und versuche den Stein hier ein bisschen als Deckung zu benutzen. Au, das war natürlich klar. Mit einem geschickten Wirbler hat sie uns nochmal einen schönen Nackenschlag verpasst. Diese scheiß Lokomotive, ey. Ja, zumindest heilen wir immer bis zu einem gewissen Grad. Das ist ja schon mal ganz gut. Aber ich meine, nicht jeder kann von sich behaupten, schon mal einen schönen Schlag in den Nacken von einer Dampflok bekommen zu haben. So, du bist zum Glück jetzt noch nicht so weit geflogen. Ach, weißt du was, Alter? Hier, komm. Zack. Errungenschaft freigeschaltet, Dampfrost und sie sind hier. Dampfrost kann ich mir schon vorstellen, was das war. Was sie sind hier sein soll? Keine Ahnung. Safe Haven, ein sicherer,
ein sicherer Ort quasi. Ich brauchte den Türschlüssel. Natürlich. Ein Türschlüssel. Der dürfte sich doch hier irgendwo verbergen. Ach, da ist er ja auch schon. Und das war jetzt nicht allzu schwer.